Ja, hallo, herzlich willkommen hier zurück zu Tales from Space Mutant Blob Attacks Town. Nummer 7, Destination Moon. Ja, Neuland. Da war ich jetzt tatsächlich auch noch gar nicht. Menschen zu fressen. Menschen fressen ist immer gut. Gleich mal so ein Magnet. Dingsies. Hui. Falsche Richtung. Ah, ich schwebe. Was ist denn hier? Running über die Dinger. Ja, ein schöner Schwebekünstler. Okay, über den muss man jetzt oben rüber. Einen lassen wir jetzt mal. Lassen wir jetzt mal. Warte mal, was ist denn da unten? Nee, das sieht nur so aus, als wäre da irgendein Secret. Da könnte ich da hin. Haben wir doch schon mal gut entdeckt. Müssen wir nur noch da hochkommen. Und als Belohnung gibt es einen Space Friend. So, wie hoch sind wir denn? 2,10 Meter immer noch. Boah. Ich hätte ja eigentlich gedacht, dass wir nach dem Fisherman's ein bisschen gewachsen sind. Man soll da gar nicht hoch. Gefressen, würde ich sagen. Oh, das ist erst überlegt, wie wir da hochkommen. Aber die sollten eigentlich zu mir kommen, alle. Da will ich eigentlich hoch, glaube ich, aber duck in a box. Ah nein! Ein Stück zu hoch. Ich bin noch so für magnetische Finger-Action erforderlich wird. Ja, da Werbung fürs Skulls zu tun. Ich wusste gar nicht, dass das von denen auch ist. Ist auch ganz lustig auf alle Fälle. Oh, da ist ein Space-Friend. Wie wir da rankommen. So nicht. Voll reingebraten. Sieht doch ganz gut aus. Yeah. Und dann hier durch. Und 3 Meter.
2. Okay. Helis können wir auf alle Fälle schon mal abschießen. Und jetzt sind wir schon auf alle Fälle ein bisschen größer als die Menschen. Aber noch können wir keine Panzer fressen. Ärgerlich. Immer noch nicht. Aber wenn jetzt die Helis abschießen, die Menschen hier so auf ihren Häusern haben. Eine Rakete. Houston, wir haben ein Problem. Achievement. Ich glaube, irgendwer schießt uns gerade auf den Mond. Hey, ich bin im Fernsehen. Dramatization. Oh, wir werden abgelenkt zur Sonne. Und dann sind wir tot. Nee. Das lassen wir uns auf alle Fälle nicht gefallen, oder? Oh, weder Silber noch Gold. Hui. Da waren noch einige an Punkten zu holen, die ich gar nicht gefunden habe. Krass. Okay, das heißt dann aber, es geht jetzt weiter mit dem Mond. Aber erst in der nächsten Folge. Tschüss!